Was steht heute an? Ach stimmt, Frau Schneebi. Ja. Reagier doch mal auf die Kommentare unter diesem Video. Na klar, warum nicht? Skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Seal your doom tonight. Geil, Mann, der Spooktober hat schon lange angefangen und ich bin mal wieder viel zu spät dran. Yes! Und genau deswegen geht's jetzt auch endlich wieder los mit einer neuen Folge Frag Schneebi. Let's go! Denkst du nicht, dass dir dieses Kommentarezeug irgendwann zu Kopf steigt? Nein, warum sollte es denn? Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt so, als dass ich mein komplettes Leben damit ändern würde. Es ist auch nicht so, als dass ich mich in den Schlaf weinen würde wegen diesen Kommentaren. Oder es vielleicht sogar mein ganzes Umfeld oder meine Kleidung ändern würde. Und für jeden, den es interessiert, ja. Hier sind die einzelnen Kommentare drauf. Jedes einzelne. Welche Maus hast du? Ich? Achso, ich habe eine Wüstenrennmaus. Richtig knuffig, extrem pflegeleicht und hat nur 5 Euro beim Türken um die Ecke gekostet. Und by the way, das ist der falsche Hashtag. Sebastian, gib mal deine Nummer. Wie wär's mit nö? Sebastian, das war Spaß. Das ist ja echt mein Niveau. Super, endlich ein neues Video. Ich freue mich so. 2 Fragen. Wie viel hat Sony Vegas dein Schnittprogramm gekostet? Und was für einen Computer benutzt du? Ernste Fragen? Sehr geil. Also ich benutze Sony Vegas Pro 16. Das kostet, glaube ich, 250 bis 800 Euro, je nachdem, welche Version wer holt. Und da sich das keine Sau leisten kann, habe ich das in dem Abo. Ich habe einen PC, das selbst zusammengebaut wurde, deswegen kann ich dir keinen PC verlinken. Aber ich kann dir zeigen, was da drin ist und das dann unten in der Videobeschreibung verlinken. Moment, ich hole ihn mal. Ach man, ich liebe es, wenn Tonprobleme kommen. Deswegen jetzt nochmal zusammengefasst im Schnelldurchlauf. Meine CPU ist der i5-4440. Der liegt auf dem MSI M87G41PC Mate. Als RAM sind da 16 GB DDR3 Ballistic Sports verbaut. Die Grafikkarte ist die GeForce GTX 1060 mit 6 GB von Zotac in der AMP Edition. Bepowert wird das Ganze mit meinem 480 Watt Be Quiet Netzteil und als Speicherkonfiguration habe ich eine 480 GB SSD und eine 1 TB HDD. Also, die Frage wird dann geklärt und wir kommen zur nächsten. Hast du Freunde, mit denen du das Video machst oder sogar ein Team? Ja, ich habe tatsächlich ein komplettes Team hinter mir stehen. Also ich habe jemanden für den Ton, dann habe ich noch jemanden, der die Kamera übernimmt, jemanden, der das Ganze auch noch schneidet, jemanden, der das Skript für mich schreibt und es wurde jemand engagiert, der Sebastian spielt, also in dem Fall ich. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Wenn ich dich gerade im Kurzfilm drehe, dann mache ich das alles selbst. Richtig gutes Video. Du hast meinen Erwarten zu wenigen Abonnenten, weil man merkt, dass du viel Arbeit in deine Videos steckst. Schau auch gerne mal bei uns vorbei. Würden uns freuen. Nein, echt nicht. Ich guck nicht bei dir vorbei. Solche Kommentare nerven as fuck, okay? Bist ein Opfer. Ja, du mich auch. Hurensohn, kill yourself. Mann, die Folge wird wieder richtig freundlich. Hätte ich gar nicht gedacht. Und mal davon abgesehen, dass man es kill yourself schreibt und yourself aneinander geschrieben wird. Nein, habe ich gerade nicht so Bock drauf. 50% von dem, was du geschrieben hast, ist falsch, also. Respekt. Bester Saarländer der Welt. Ja klar, was denn sonst? Ich meine, ich habe doch nicht umsonst den saarländischen Jugendfilmpreis gewonnen. Noch nie so ein Hightech-Ventilator gesehen. Ey, noch so ein Spruch Kieferbruch, ey. Sag nichts gegen meinen Ventilator aus 2019, ja? Kannst du mal dein Lieblingsmeme nachstellen? Lieblingsmeme? Klar. Das war eine verrückte Folge. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und fragt neue Fragen für Frag Schneebi in die Kommentare. Lasst natürlich auch Kommentare da. Und schreibt mir mal in die Kommentare, würdet ihr Kommentare-Merch kaufen bzw. tragen? Lasst mir da mal bitte eure Meinung da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.